Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play History mit mir, dem Jan, und einer weiteren Folge Tales of Iron Bloody Whiskers. Ich bin so ein bisschen noch am Rumrennen, gar nicht in der Arena, die eigentlich Hauptquest sozusagen des DLCs ist, sondern hier in den Stollen gegangen, denn hier gibt es noch Bereiche, die wir bisher nicht gesehen haben, nämlich diese vergifteten Bereiche. Und da sehen wir schon, da gibt es Ausrüstungsgegenstände, die wir noch nicht eingesammelt haben. Ich gehe erstmal hier unten rein, würde ich sagen, und dann oben. Und dann schauen wir doch mal, was hier so zu finden ist. Käfer. Giftige Käfer. Vielleicht. Ist das Metall eigentlich alles hier? Das brauche ich nämlich nicht. Ja. Das tut nicht Not, aber hier ist eine Kiste vergraben. Da würde ich doch gern mal sehen, was da drin ist. Eine Axt. Nehmen wir. Nehmen wir ins Inventar rein. So, dann haben wir hier oben rüber. Speichern und dann geht's hier runter, ne? Ja. Genau, einmal hier runter und dann mit der Gasmaske in den giftigen Sektor. Hier gibt es eine Rüstung. Sehr viel Verteidigung. 100% gegen Käfer. Allerdings schwer. Und was gibt es hier noch? Es geht weiter runter. Zur Speicher. Das war's schon. Ach nee, ich bin hier. Da drüben war ich noch nicht. Ah ja, ja. Hier runter gehüpft. Nee, das ist falsch. Dann würde er wieder umdrehen. Von der Statue bisher nichts zu sehen. Wo kann die sein? Uah. Autsch. Nein, sie konnten unter der Brücke nicht hochfliegen, um diesen Angriff zu machen. Oh. Hier war aber nur. Nein, nur das Metall. Das brauche ich nicht. Aber hier ist ein Schwert. Aha. Haben wir das auch? Ja, ich meine, wir sammeln die Gegenstände ein, das ist schon okay, aber es ist jetzt noch nicht. Ist jetzt noch nicht das, was ich mir erhofft habe. Naja, also dann zurück. Autsch. Habe ich die irgendwo übersehen? Wusste. War jetzt eigentlich überall, oder?
Habe ich irgendeinen Bereich noch nicht entdeckt? Noch nicht erkundet? Wird mir jetzt so spontan nicht einfallen. Nee, ich muss doch hier runter. Naja, man kann ja langsam runterrutschen. Gerade Angst, dass ich da Schaden nehmen würde. Dann wieder raus. Und dann wieder raus hier. Zurück zur Reisetafel. Wollte doch nur hier hoch, bitte. Wird mir hier draußen noch irgendwas angezeigt? Ist auch nicht der Fall. Nö, dann würde ich mal sagen, geben wir die Suche auf. Mein, kann sie im Froschdorf irgendwo gewesen sein? Kann sie wahrscheinlich schon, aber will ich da rein und das da nachgucken? Da sind wahrscheinlich viele Frösche. Oder ist sie in der Maulwurfstadt irgendwo? Ich kann zumindest mal hinreisen und kurz auf die Karte gucken. Ist jetzt vielleicht nicht super spannend, dabei zuzuschauen, aber ich möchte da gerne einmal gucken, zumindest. Also waffentechnisch wird hier nichts angezeigt. Nur dann reise ich auch noch mal ins Froschdorf, also. Da klappern wir jetzt hier jede Ecke noch mal ab. Jede Ecke des Reiches. Nö. Nee. Hier ist auch nichts. Wobei, manche werden erst angezeigt, wenn man näher dran ist, natürlich. Aber ich gehe jetzt nicht bis ganz da hinten hin. Das ergibt ja keinen Sinn. Die Froschlande. Zurück in die Festung. Das Rätsel der letzten Statue bleibt ungelöst. Ja, und er schickt mich sofort zurück in die Arena. Aber ich glaube, ich habe noch Blaupausen, oder nicht? Bam, bam. Ihr habt da was. Zwei Stück. Was ist das denn? Eine Krone mit Zähnen dran oder so. Deutlich leichter, aber weniger Panzerung. Und eine Rüstung gegen Käfer. Tja. Okay. Wie viele Gegenstände gibt es denn jetzt wohl noch, die ich noch nicht gefunden habe? Einen leichten Helm. Einen mittleren Helm. Einen schweren Helm. Eine leichte Rüstung. Eine schwere Rüstung. Eine Axt einhändig. Ein Speer einhändig. Ein Schwert zweihändig. Ey, da sind ja echt noch viele, ne? Fernkampf habe ich alles. Sind ja echt noch einige Gegenstände, krass. Hab ich gar nicht gedacht. Wo auch immer sie sein mögen, keine Ahnung.
Was sagt mir eigentlich dieses Symbol hier noch? Sagt mir das irgendwas? Ich bin mir da nicht sicher. Egal. Zurück zur Arena. Wenn sonst niemand was zu sagen hat. Diese stilisierten Mausgesichter in den Brücken finde ich auch cool. So, wer war hier der nächste? Graulöffel. Der Graulöffel. Nein, ah, haben wir ja gesehen, dass er dahin springt. Das war natürlich schlecht. Das hat man auch gesehen. Da ist er auch. Okay. Ja, mach mich fertig. Ist in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. So, ich glaube, ich mache jetzt nochmal hier so 10 Minuten. Mal gucken, ob ich den klein kriege. Wenn nicht, dann war es das für heute einfach. Dann haben wir noch ein bisschen was fürs nächste Mal. Zumindest ja diese... Oha. Zumindest die Arena-Kämpfe hier. Und theoretisch die Suche nach dem, nach der Statue. Hey! Hören Sie mal, Herr Hase. Ich will gar nicht wissen, was für Angriffe der... der raushaut, wenn er hier mal auf seinen unteren Level kommt. Dran denken, die Sprünge macht er immer nach außen. Die macht er immer nach außen. Ne, Leute, ich glaube, ich belasse das dabei. Beende die Folge hier, auch wenn sie jetzt ein bisschen kürzer ist als die anderen. Aber ich merke, wie meine Konzentration für heute aufgebraucht ist. Habt ihr vorhin schon mal eine Weile gestreamt und ich denke, das können wir uns dann für ein nächstes Mal aufheben. Ich hoffe, euch hat es trotzdem einigermaßen Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute. Bis dann, euer Jan.